nichts vorwerfen müsse und sich nicht strafbar gemacht habe. Sie wolle sich aber wieder voll auf den Sport konzentrieren können. Beim Tennisturnier von Key Biscayne ist Hendrik Dreekman verletzt ausgeschieden. Er hatte gestern das Viertelfinale erreicht und sollte heute Abend gegen den Weltranglisten ersten Pete Sampras antreten. Zwei Stunden vor dem Spiel vertrat er sich den rechten Fuß und musste absagen. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 9, 20, 25, 31, 39, 46, Zusatzzahl 35. Ziehung B 4, 7, 15, 16, 48, 49, Zusatzzahl 30. Superzahlen 8 und 3. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 0, 2, 9, 4, 4, 9, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 0, 9, 2, 6, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. März. Das Tief über Island macht sich jetzt allmählich auf den Weg nach Skandinavien und verdrängt damit die Hochdruckgebiete über Europa. Nur das Hoch über Nordrussland rührt sich noch nicht von der Stelle. Das Hoch über der Biskaya zieht nach Südfrankreich, das Hoch über Deutschland nach Sardinien. Und die Wolken von der Nordsee ziehen über uns hinweg Richtung Süden und bringen zuerst in Schleswig-Holstein, später in Hessen und Thüringen und gegen Abend dann auch in Bayern und Baden-Württemberg Regen. Nur am Alpenrand bleibt's trocken und im Norden scheint ab Mittag schon wieder die Sonne. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Norden stark bis stürmisch, aus Südwest bis West. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte zwischen 1 Grad in Friedrichshafen und 9 Grad in Flensburg. Morgen dann nur vereinzelt 8, sonst 12 bis 15 und nur am Oberrhein um 17 Grad. Das Osterwochenende wird nicht gerade sonnig. Am Freitag viele Wolken, nur vereinzelt etwas Sonne und überall Regen oder Schneeregen. Der konzentriert sich am Samstag vor allem auf den Norden und Osten und bleibt dort auch noch am Sonntag. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Stahlkompromiss, die Versprechen der Konzerne und die Zweifel der Kocher. Außerdem, warum sperrt sich Europa gegen die Türkei? Fragen von Ulrich Wickert an Bundesaußenminister Klaus Kinkel. Den folgenden Höhepunkt des Abends sponsert Ihnen Cosmopolitan. Also ihrem... Dieser Höhepunkt des Abends wurde Ihnen von Cosmopolitan gesponsert. Die Schlagerparade der Volksmusik. Mit dabei Paul Hoffmann und seine Original-Schwarzwaldmusikanten. Die Kastelruther Spatzen, Hans Krönauer und Dagmar. Ein bunter Strauß von Melodien am Donnerstag, 20.15 Uhr. Begleiten Sie Alida Gundlach nach Mallorca und erkunden Sie mit ihr das Inselleben der Schauspieler und Prominenten, der Schönen und Reichen. Erleben Sie Mallorca exklusiv, Donnerstag, 21.45 Uhr. Schumacher vorn musste sich dann aber sehr schnell dem noch schnelleren Jacques Villeneuve geschlagen geben. Villeneuve dominierte das Rennen, war auch bei den Boxenstopps der überlegene Fahrer am heutigen Nachmittag. Zeitgleich fast mit Michael Schumacher beim ersten und beim zweiten Halt. In der letzten Phase wurde das Rennen dann neu sortiert. Villeneuve weiterhin in Führung, dahinter Berger und völlig überraschend Olivier Panis mit dem neuen Team von Alain Prost.
Das Aus für Ralf Schumacher, den Bruder von Michael Schumacher, 20 Runden vor Ende. Und ein souveräner Sieg nach 71 Runden für Jacques Villeneuve. Auf den Positionen Berger, Panis, Häkkinen, 5. Platz für Michael Schumacher und 9. Rang für Heinz-Harald Frenzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostermontag, den 31. März. Der Lichtblick für Deutschland, hoch Michael, das von Großbritannien zu uns zieht. Es hält in den nächsten Tagen die Wolken von dem Tief über Griechenland und dem Tief über Skandinavien erfolgreich von uns fern. Und nicht nur das. Es sorgt außerdem dafür, dass die Wolken über uns langsam nach Südosten abziehen. Regen noch einmal in Bayern, oberhalb 700 Meter Schneefall. Außerdem östlich der Elbe und in Sachsen Sprühregen. In den übrigen Gebieten am Nachmittag verbreitet Sonnenschein. An den Küsten weht der Wind mäßig bis frisch aus West, sonst schwach bis mäßig aus Nordwest. Nachts kühlt es auf 4 bis 0 Grad ab. Tagsüber, den Rhein entlang 15, in den übrigen Gebieten 7 bis 13 Grad Celsius. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag im Südosten und Osten noch einmal wolkig, sonst aber scheint die Sonne. Auch am Mittwoch und Donnerstag von kleinen Wolken abgesehen sonnige Aussichten. Dazu Temperaturen bis zu 20 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.35 Uhr. Den folgenden Film präsentieren Ihnen das Erste und Cinema, Ihre Filmzeitschrift. Diesen Film präsentierten Ihnen das Erste und Cinema, Ihre Filmzeitschrift. Mord oder Selbstmord? Sie war eine schlechte Tod. Eine Hure. Dramatische Verwicklungen auf der Suche nach dem Täter. Hab ich's doch gewusst. Die Kommissarin ermittelt am Tatort. Ostermontag, 20.15 Uhr. Mozart, Puccini, Bach, Paganini. Blasi, Everding, Fischer, Neumeier, Tölzer Knabenchor. Osterkonzert mit Dietlinder Thurban. Und Lorin Marcel mit seinem Orchester. Schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie.